Was passiert, wenn ein Tube und ein Grigri sich ganz besonders lieb haben? Oh, ein Autotube. Am Beispiel des Joule 2 zeigen wir euch die grundsätzliche Bedienweise eines Autotubes. Auf dem Joule 2 befinden sich kleine Abbildungen, die euch beim richtigen Einlegen des Seils als Orientierung dienen. Auf der Seite, auf der das Seil zum Kletterer führt, ist ein Kletterer abgebildet. Das Bremsseil läuft nach vorne aus dem Autotube auf der Seite, auf der eine geschlossene Bremshand abgebildet ist. Zum Sichern im Nachstieg zieht die Bremshand in einer nach vorne gerichteten Bewegung das Seil aus dem Sicherungsgerät. Gleichzeitig schiebt die Führungshand von oben Seil ins Autotube. Trotz Blockierunterstützung ist es auch hier wichtig, dass ihr die Bremshand möglichst weit unten haltet, da bei einer sehr hohen Bremshandposition im Sturzfall die Blockierunterstützung nicht greifen kann. Wenn sich der Kletterer ins Seil setzt, blockiert das Joule 2. Es gibt nun zwei Möglichkeiten, den Kletterpartner abzulassen. Man kann den Daumen der Führungshand in die Nase legen und durch kontrolliertes nach oben Schieben die Blockierung wieder lösen. Die Bremshand führt nun langsam und kontrolliert Seil ins Sicherungsgerät, um den Kletterpartner abzulassen. Alternativ kann die Blockierung mit einem Zangengriff gelöst werden. Der Daumen der Bremshand wird in den Ring der Sicherungsnase gelegt. Mit den übrigen Fingern wird das Bremsseil umschlossen. Die Führungshand zieht Seil aus dem Sicherungsgerät, während die Bremshand kontrolliert die Bremsnase nach oben schiebt, um ein Blockieren beim Seilausgeben zu verhindern. Ja, hallo? Achtung, kurz hergehört. Seid immer aufmerksam. Prüft im besten Fall zweimal und bei Fragen einfach fragen, okay? Okay, werde ich beachten. Wir haben heute mit dem Joule 2 eins der Autotubes kennengelernt, das es auf dem Markt gibt. Es verbindet die extra Sicherheit eines Halbautomaten mit dem einfachen Handling eines Tubes. Wenn ihr euch dafür interessiert, wie die anderen Sicherungsgeräte bedient werden, abonniert unseren Kanal, schaut die Videos und bis dahin einfach klettern.